herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Mal Roms Ziele, Teil 12. Ich hatte ja letztens bereits angekündigt in der modernen Kriege-Lesung, die ich mit Gerald im Augenblick mache, wunderbare Lesung, auf die ich mich jedes Mal freue, dass ich diese angebrochenen Stücke gerne zu Ende machen möchte, bevor ich mich auf neue Dinge konzentriere. Und deswegen mache ich heute diese Aufnahme auch, weil ich heute am Montagabend normalerweise was ganz anderes gemacht hätte. Ich hätte mich normalerweise am Nachmittag mit Gerald getroffen für eine neue Lesung, aber ich musste zum Zahnarzt. Und morgen muss ich auf der Arbeit einspringen für einen Kollegen, der mit Lungenentzündung im Krankenhaus liegt. Und dann arbeite ich also 6 Tage hintereinander. Naja, und dann kann man nicht so viele Lesungen planen mit anderen Menschen wie Gerald. Und deswegen setze ich mich heute Abend, Montagabend, hier nach der Premiere jetzt, Englische, um 9 Uhr nochmal hin und sage, ich möchte nochmal Roms Ziele ein wenig weiterlesen. Vor allen Dingen, weil ich letztens auch in dem Buch das Schuldbuch der Jesuiten weitergelesen habe. Ich habe von Gerald noch ein paar andere Bücher geschickt bekommen, unter anderem von Andreas Thiel, Priester, Vergötzung und Volksgemeinschaft. Ein kleines Büchlein, das glaube ich aus dem Jahre, mal eben gucken, von wann ist das eigentlich überhaupt? Der Druck hier ist 1993, original erschien 1937, also genau zur Zeit des Dritten Reichs. Und da geht es wirklich um die Priestervergötzung. Da geht es darum, wie der Priester sich selbst zum Gott erhebt. Da geht es darum, wie der Priester sogar mächtiger ist als Maria in der römisch-katholischen Kirche. Ja, der normale Priester ist mächtiger als die Himmelskönigin, weil er kann Sünden vergeben und das kann die Himmelskönigin nicht. Also Schuldbuch der Jesuiten und diese Priestervergötzung, und da kommen immer so unheimlich tolle Themen zustande und manchmal mache ich mir da richtige Notizen von, aber bei der Priestervergötzung habe ich es mehr oder weniger gelassen, weil das Buch muss ich sowieso ganz lesen. Aber was immer wieder darin vorkommt, ist der Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf die Schule, auf das Schulwesen im Allgemeinen. Und das ist genau der Teil, wo ich letztes Mal ja bei der Lesung von Roms Ziele angekommen bin und gesagt habe, das verschieben wir jetzt auf eine nächste Lesung. Und deswegen habe ich mir gesagt, Jörg, jetzt setz dich mal hin und probiere jetzt mal Roms Ziele wirklich durchzulesen. Ich kann euch gleich sagen, ich habe noch 4 Seiten oder sowas. Das wird nie was, dass ich das heute Abend ganz lese. Aber ich möchte zumindest den nächsten Teil schon mal machen und den dann in 2 Tagen, also Mittwochabend am 4. Mai in der Premiere euch zeigen. So, das ist die Lesung, die ich jetzt mache. Ob es eine ganze Stunde wird, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich bin auch ziemlich müde, aber wir werden mal sehen. Ich möchte auf jeden Fall die Lesung anfangen. Und wir sind hier auf Seite 18 von den 22 Seiten, die das PDF umfasst, auf Seite 32 in diesem Heftchen hier. Und wir lesen hier genau in diesem Absatz weiter, wo hier steht, hier Lesung 12 beginnen. Das können wir jetzt wegtun, weil das machen wir jetzt. Und da steht, dies Übergreifen der Kirche auf das staatliche Gebiet tritt jedoch nirgends so deutlich zutage wie auf dem Gebiet der Schule. Ne? Er hat darüber gesprochen, dass die römisch-katholische Kirche eben mit dem goldenen Schlüssel, der über dem silbernen liegt, bei der Vatikanflagge eben meint, dass sie das staatliche Gebiet komplett kontrolliert. Wir wissen, dass sie das tut über das Gesetz. Dafür sind dann die Konkordate da, um diese Dinge dann zu zementieren, lass uns mal sagen. Aber es wird nie oder nirgendwo so deutlich, wie die Kirche auf das staatliche Gebiet kontrolliert, wie auf dem Gebiet der Schule. Hier hat Rom in einigen Konkordatsstaaten mit seinen Ansprüchen auf der ganzen Linie gesiegt. Es hat das gesamte Schulwesen, von der Volksschule bis zur Universität, also von der Grundschule bis zur Universität, in seine Hand gebracht und damit vor aller Welt bekundet, dass die Staatsgewalt sich vor ihm beugt. Denn ein Staat, der sich nicht selbst aufzugeben gewillt ist, kann die Erziehung der Jugend niemals aus der Hand geben. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Oder wie die Jesuiten in Paderborn sagten, alte Füchse sind schwer zu fangen. Alle Hoffnung beruht auf der Jugend. Das weiß niemand so gut wie die römische Kirche. Darum musste sie den Kampf um die Schule mit aller Energie aufnehmen und rücksichtslos durchführen, wenn sie im Kampf um die Weltherrschaft endlich den Sieg behalten wollte. Also schlussendlich den Sieg behalten wollte. Die Grundsätze und Erwägungen, von denen Rom dabei ausgeht, sind kurz folgende.
Und dann gehen wir hier jetzt nicht in die Fußnote rein, weil da steht nach dem Staatslexikon und so weiter und so weiter, das ultramontane jesuitische Schulideal, da könnt ihr euch ja mal das Buch besorgen, das hier in der Quelle angeführt ist. Daraus werden jetzt Zitate hier kommen, die lesen wir. Der Staat als solcher ist kein Erzieher. Es fehlt ihm dazu der Beruf und darum auch die Fähigkeit. Also hat er auch kein Recht auf Erziehung der Jugend. Vielmehr steht das Erziehungsamt in erster Linie den Eltern zu. Und wenn wir dann an heute denken, dann wird das auch bereits vom Staat abgenommen oder von der Kirche, die ja den Staat kontrolliert, wenn die Kinder in die sogenannte Kindertagesstätte geschickt werden. Sie haben sowohl Erziehungsamt als Erziehungspflicht, die Eltern. Ja? Erziehungspflicht. Und wenn ihr eure Pflichten gemäß der römisch-katholischen Kirches Urteil vernachlässigt, dann werden euch die Kinder weggenommen. Und unter solchen Gesichtspunkten muss man jetzt auch mal solche Institutionen wie das Jugendamt sehen, wo in Deutschland jährlich tausende Kinder den Eltern entzogen werden, weil Schule, Nachbarn, Familie, welche Institutionen auch immer der Meinung sind, die Eltern erziehen die Kinder nicht im richtigen Sinne. Ich habe da früher mal einige Videos zu hochgeladen von Klagemauer TV, die sich da eine ganze Zeit lang mit beschäftigt hatten. Und es gibt da ein paar sehr interessante Videos auf meinem Jugglers War und des Infokanal drüber. Die könnt ihr ja gerne mal anschauen. Ich werde mal sehen, ob ich dran denke, hier die Links beizumachen. Ich kann mir das mal eben da eben beischreiben. Klar TV Videos K2, ne, von meinem Kanal 2 einfügen. Wird mal sehen, dass ich da dran denke, die einzufügen. Dann könnt ihr euch die mal anschauen. Und wenn man sich mit der Sache mehr und mehr beschäftigt, dann versteht man, dass es hier nicht um 50 oder 200 oder 300 Kinder geht, sondern um Tausende. Tausende Kinder, die jedes Jahr ihren Eltern, unter anderem in Deutschland, auch in anderen Ländern, entzogen werden und dann in Heime gesteckt werden. Ja? Und genau das muss man berücksichtigen, wenn man einen solchen Satz liest. Das Erziehungsamt steht in erster Linie den Eltern zu. Sie haben sowohl Erziehungsamt als Erziehungspflicht. Und ihnen kommt nun die Kirche bei dieser schweren Aufgabe zu Hilfe. Zu Hilfe, ja, versteht ihr in welcher Hinsicht? Denn die Kirche ist die große Erzieherin durch die Jahrtausende. Sie ist die von Gott eingesetzte allgemeine Erziehungsanstalt für alle Menschen. Ja? Die Kirche behauptet von sich selbst, die wahre apostolische Kirche Jesu Christi zu sein. Und Jesus Christus hat gesagt, bringt die Kinderlein zu mir. Aber die römisch-katholische Kirche ist nicht die stellvertretende Kirche für Jesus Christus hier auf dieser Erde. Sie ist genau das Gegenteil. Sie ist die Kirche des Satans, des Teufels hier auf dieser Erde. Und wir bringen unsere Kinder in die Obhut dieser Kirche, entweder durch eine staatliche, von der Kirche kontrollierte Kindertagesstätte oder in die Schule oder sonst wohin oder noch schlimmer in Erziehungsheime oder Heime, Waisenheime oder eben Heime, in denen das Jugendamt die Kinder steckt oder sie dann wieder in andere Familien gibt, nach dem Motto, ich nehme sie protestantischen Eltern oder Andersgläubigen als römisch-katholisch und gebe sie römisch-katholisch-gläubigen Kindern. Das ist das, was hier mit passiert. Ja? Die Kirche behauptet von sich, dass sie die apostolische Kirche ist, dass sie die Fortsetzung der Lehre von Jesus Christus ist und Menschen, die glauben, dass Katholizismus Christentum ist, machen dann sogar ihrer Meinung nach noch nicht mal irgendwas verkehrt, aber sie geben die Kinder in die Kirche des Teufels, anstatt in die Kirche Jesus Christus, wo Christus ja gesagt hat, gebt die Kinder zu mir. Warum wollte Jesus Christus die Kinder haben? Weil Jesus Christus eben auch wusste von, Kinder sind noch aufnahmefähig. Die sind noch nicht indoktriniert mit Lügen. Die glauben die Wahrheit, wenn man sie ihnen erzählt. Sie glauben auch die Lüge. Aber Kindern, denen man die Lüge noch nicht erzählt hat, kann man die Wahrheit leichter einprägen. Und das war, denke ich,
oder so verstehe ich das zumindest, wohl der größte Grund, weshalb Jesus Christus das gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, wer diesen Kindern etwas antut, das hat er mir getan. Und für viele Leute wäre es besser, wenn sie Kinder schlecht erziehen, irgendwas in dem Zusammenhang, ich kriege das nicht mehr ganz so zusammen, wie es in der Bibel genau drinsteht, das könnte ich ja selber gerne mal raussuchen, für den wäre es besser, es würde ein Mühlstein um seinen Hals gehängt, er würde versenkt gewesen werden. Also, weil er eben die Kinder belügt, zum Beispiel. Ne? Und das ist genau das System, in dem wir heute liegen. Die Kirche ist die große Erzieherin durch die Jahrtausende. Das stimmt. Sie ist die große Indoktrination durch die Jahrtausende. Sie ist die große Lügnerin durch die Jahrtausende. Und die Kinder wurden alle mit Lügen erzogen und großgebracht. Wir ja auch. Bis Gott sich uns erbarmt hat und uns zum Sohn geführt hat. Die Kirche ist die große Erzieherin durch die Jahrtausende. Sie ist, Zitat, die von Gott eingesetzte allgemeine Erziehungsanstalt für alle Menschen. Ja, aber von welchem Gott reden wir denn hier, wenn wir von der römisch-katholischen Kirche sprechen? Und da ihr das inzwischen wisst, muss ich da nicht mehr drauf eingehen. Die Jugenderziehung ist somit eine wesentliche Aufgabe der Kirche. Verhält es sich aber also, dann haben die christlichen Eltern in der Ausübung ihres Erziehungsamts der Kirche gegenüber eigentlich keine souveräne Stellung. Sie fungieren vielmehr in jener Ausübung ihres Erziehungsamts als Organe der Kirche. Deshalb stehen die Eltern denn auch in ihrer erzieherischen Tätigkeit unter dem leitenden Einfluss der Kirche. Es ist also der Staat ausgeschaltet, die Eltern haben nichts zu sagen und es bleibt nur die Kirche als Herrin der Schule übrig. Der Staat muss daher seine Schulidee, sein Schulmeisteramt im Großen und Ganzen aufgeben und das Schulwesen zurücklegen in jene Hände, denen er es ohne Rechtstitel entzogen hat. Führt die Katholiken also in die Hände der katholischen Kirche. Das schreibt der Jesuit Hammerstein in seiner Schrift Das preußische Schulmonopol 1893 auf Seite 136. Nun, ich habe hier einen kleinen Kommentar zugeschrieben. Ja? Die Schulidee, das Schulmeisteramt, hat der Staat aufgegeben und hat das Schulwesen zurückgelegt in jene Hände, denen er es ohne Rechtstitel entzogen hat. Der Staat hat der Kirche die Schule entzogen? Ja, da gehe ich jetzt meinen Kommentar drüber. Schaut mal. Hier muss man ja auch verstehen, dass die Schulbildung ursprünglich auch nur durch die Kirche möglich war. Wenn wir jetzt in der Zeit von vor der Reformation reden, ja, in der Zeit vor der Reformation hat nur die Kirche Ausbildung betrieben, vor allem durch die Universitäten. Es gab keine allgemeine Schulpflicht, wie wir das heute kennen. Schulen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Das Volk war ungebildet, ungeschult. Bildung war nur den besseren Ständen und dem Klerus vorbehalten. Das heißt, wenn du was werden wolltest damals in der Welt, dann bist du in die Kirche eingetreten. Die römisch-katholische natürlich. Die Kirche meine ich immer die Kirche Satans hier in diesem Fall. Erst mit der Reformation kam ein Schulwesen für das normale Volk in die Welt. Und von daher meint eben die Kirche, nur sie hat das Recht, Bildung zu vermitteln und daher natürlich auch die Lehrinhalte zu bestimmen. Das jesuitische Lernen gegen das Lernen, das habt ihr in meinen Videos ja schon öfter gehört, da hat sich ein ganz großes Kapitel auch mit beschäftigt in der Lesung vom Herrscher des Bösen. Ja? Das jesuitische Lernen gegen das Lernen, das Ratio Studiorum, die Medici-Lernmethode sind konterreformatorische Schritte. In dem Werk aus dem Schuldbuch der Jesuiten, das ich ja anfangs dieses Videos kurz erwähnt habe, als ich es bereits letztens weitergelesen habe, wird auf dieses Thema auch sehr schön eingegangen. Und da werden wir uns dann auch noch tiefer mit derselben Sache beschäftigen. Deswegen gehe ich jetzt nicht zu tief darauf ein, dann lesen wir das. Und außerdem könnt ihr das Schuldbuch der Jesuiten auf meiner Archive-Bibliothek euch selbst anschauen und runterladen. Jetzt weiß ich eben, ich muss ich mal eben nachgucken, weiß ich gar nicht, ob ich das bei mir auf dem Archive habe oder ist es bei Gerald. Also ihr kennt ja inzwischen Gerald seine Archive-Bibliotheken, der hat ja zwei und da setzt er ja diese ganzen Bücher drauf. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt hier Roms Ziele in Theorie und Praxis, aber aus dem Schuldbuch der Jesuiten, das habe ich glaube ich gar nicht bei mir drauf.
Nee, das sehe ich jetzt hier nicht stehen. Das werde ich da wahrscheinlich auch erst drauf machen, wenn ich es dann gelesen habe, also zumindest online. Dann werde ich es wahrscheinlich veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem PDF lese oder aus dem Buch. Das muss ich dann noch mal sehen wegen der Notizen. Aber schaut mal bei Gerald auf der Archive-Seite. Ich werde den Link auch hier mit in das Video mal reinarbeiten. Da könnt ihr da schauen, der hat das Schuldbuch der Jesuiten eingescannt und da drauf. Und da wird also noch mal auf diese Ratio Studiorum, auf das Ratio Studiorum eingegangen, dessen Bild ich ja hier extra geklebt habe. Ne? Also hier ist wieder der Ignatius von Loyola mit seinem Sonnenkranz hinterm Kopf. Und wenn ihr denkt, dass er hier die Bibel hochhält, nein, nein, er hält hier nicht die Bibel hoch. Er ist ja für das Lernen gegen das Lernen, also das Lernen des Menschen gegen das Lernen des Wort Gottes, des Wortes Gottes. Das heißt, was er hier hochhält, das sind die, wenn ich mich richtig erinnere, das war auf verschiedenen Büchern auch vermerkt, das sind die Konstitutionen des Jesuitenordens zur größeren Ehre Gottes, ad majorem Dei Gloriam. Aber das steht ja daneben nicht bei, welcher Gott hier gemeint ist. Ne? Und das Ratio Studiorum kam dann richtig raus, 1606, es wurde 1599 wurde es verfasst und dann innerhalb der nächsten Jahre kam es raus. Hier oben seht ihr auch noch IHS und hier IAS also für. Nicht Jesus Hominum Salvator, also Jesus der Retter der Menschheit, sondern für Isos Horus Seth. Ja. Gut, so viel eben jetzt mal dazu. Der Hammerstein hat das in seinem Buch geschrieben, das preußische Schulmonopol. Auch das Buch kann man sich ja vielleicht mal besorgen. Könnt ihr ja mal sehen, ob ihr das besorgen könnt, wollt, lesen wollt. Da geht man natürlich dann immer noch viel tiefer auf diese Dinge ein, als das jetzt der Gustav Mix in diesem kleinen Schreib jetzt hier machen kann natürlich. Wird dem Staate aber gar zu schwer, sich von dem ihm lieb gewordenen Raube mit einem Schlage zu trennen? Nun wohl, so mag er sich damit begnügen, Zitat, das Schulwesen finanziell zu ermöglichen und zu fördern, was übrigens seine Pflicht ist und bleibt. Also mit anderen Worten, die Kirche versagt dem Staat, seine eigenen Schulen zu gründen. Wenn ihr heute in eine staatliche Schule geht, dann ist das ganze Curriculum, die Schulbücher, da habe ich ja damals mit Max auch in der Evolutionsserie drüber gesprochen, die sind alle von Katholiken geschrieben, oftmals sogar von Jesuiten. Und wenn sie nicht von ihnen geschrieben sind, dann sind sie von ihnen kontrolliert und danach bestätigt. Und nur wenn sie bestätigt sind, dann werden sie auch gedruckt und gebraucht. Die staatliche Kirche ist also so dermaßen von der Kirche kontrolliert, dass sie nach außen hin vielleicht staatlich ist, aber wenn man reingeht, dann betritt man eine Kirche. Oder Michael würde jetzt sagen, einen Tempel. Das ist leider so. Und das ist genau das, was hier im Grunde steht. Wird es dem Staate gar zu schwer, sich von dem liebgewordenen Raube mit einem Schlag zu trennen? Nun wohl, so mag er sich damit begnügen, das Schulwesen finanziell zu ermöglichen und zu fördern. Das heißt mit anderen Worten, der Staat finanziert die Schule, in der Dinge gelehrt werden, die dem Staat entgegenwirken. Weil es wird ja römisch-katholisch gelehrt und nicht nationalbewusst oder christenbewusst. Das ist ja dann eine ganz praktische Arbeitsteilung, die, wie wir sahen, die Kirche auch sonst sich gern gefallen lässt. Der Staat zahlt. Und die Kirche erzieht dafür die Jugend in ihrem Sinn und Geist. Ja, wenn ihr es so passt, ist es ihr unbenommen, die Jugend auf Kosten des Staates zu solchen Ultramontanen zu erziehen, welche den Staatsgesetzen eventuell den Gehorsam verweigern. Also hier sagt er nochmal etwas ausgebreitet, was ich gerade kurz mit wenigen Worten gesagt habe. Dies Recht nimmt der Jesuit Hammerstein ausdrücklich für die Kirche in Anspruch und sucht es auf Seite 114 bis 18 seines Buches ausführlich zu begründen. Der Staat hat sich also auf die weltliche und materielle Seite des Unterrichtswesens zurückzuziehen. Ja, auf die weltliche und materielle Seite. Und der Kirche in ihren Schulbetrieb nichts dreinzureden. Das ist das römische Schulideal, wie es in einigen Konkordaten bis in seine äußersten Konsequenzen durchgeführt worden ist. Zitat:
Der Jugendunterricht in Universitäten, Kollegien, Schulen und allen anderen Erziehungs- oder Unterrichtsinstituten soll genau übereinstimmen, erit plane conformis, mit der Lehre der katholischen Religion. Also mit anderen Worten, der Jugendunterricht von der Grundschule bis zur Universität in allen Erziehungs- und Unterrichtsinstituten soll genau übereinstimmen mit der Lehre der katholischen Religion. Und wenn sie das nicht tut, was glaubt ihr, wie lange es die Schule gibt? Ja. So, dann wird den Bischöfen volle Freiheit in der Überwachung und Leitung zuerst natürlich der theologischen Studien gegeben. Aber auch noch in den neuesten Konkordaten, lesen wir hier weiter, mit Ecuador 1881, also neu aus der Zeit, wo Gustav Wix das geschrieben hat, Kolumbia, also Kolumbien, wie wir es heute sagen, 1887, wird einzig den Bischöfen die Befugnis zuerteilt, ganz allgemein darüber zu befinden, ob die zu benutzenden Bücher und Texte in religiöser und sittlicher Beziehung einwandfrei seien. Hier kommt natürlich die Moraltheologie der Kirche zum Tragen, wie wir sie unter anderem von Busenbaum, Suarez und auch Liguori kennen, wo ich euch ja einige Dinge vorgelesen habe, unter anderem wo habe ich das mit Liguori vorgelesen? Ich glaube in verschiedenen Lesungen, ne? Da komme ich jetzt gar nicht mehr eben drauf. War das in der Serie Der systematische katholische Kindesmissbrauch, glaube ich, ne? Da hatten wir da mal sind wir darauf eingegangen. Und auch während des Kindesmissbrauchs in den Lesungen von Griesinger haben wir auch Lesungen gemacht und da sind wir auch auf das Buch von dem, das habe ich ja hier auf meinem Archive, das kann ich euch ja sogar eben zeigen, von Liguori, habe ich das ja hier. Hier die Moraltheologie, Grassmann, ne, von Robert Grassmann, die Jesuiten im Spiegel ihrer, ihrer eigenen Sexualethik nach Alfonso Liguori. Das Heftchen haben wir ja da komplett gelesen und das könnt ihr halt hier bei mir im Archiv euch mal anschauen, runterladen und durchlesen. Und das ist natürlich eben, dass der Gustav Mix schreibt das hier so und wir wissen da, was damit gemeint ist. Ne? Bücher und Texte in religiöser und sittlicher Beziehung einwandfrei. Wann sind sie einwandfrei? Wenn sie konform der Moraltheologie der Kirche des Teufels sind. Ganz besonders charakteristisch, fährt der Autor fort, ist in dieser Hinsicht das Konkordat mit Kolumbia, das in Artikel 13 und 14 die älteren Bestimmungen nicht nur festhält, sondern auch wesentlich verschärft. Hieß es in dem Konkordat mit Costa Rica, dass, Zitat, dieselben Ordinarien und Bischöfe neben ihrer sonstigen pflichtmäßigen Sorge für die religiöse Erziehung der Jugend außerdem auch darauf Acht haben sollten, dass in der Behandlung keiner Disziplin sich etwas finde, was gegen die katholische Religion und die, ich sag nochmal, zwischen Anführungszeichen hier, ehrbaren Sitten verstoße. Ne? Hier steht ehrbar, das müssen wir natürlich in Anführungszeichen setzen. Also, dieselben Ordinarien und Bischöfe neben ihrer sonstigen pflichtmäßigen Sorge für die religiöse Erziehung der Jugend außerdem auch darauf Acht haben sollten, dass in Behandlung keiner Disziplin sich etwas finde, was gegen die katholische Religion und die katholischen Sitten verstoße. Wenn man jetzt weiß, was katholische Sitten sind, dann versteht man diesen Satz natürlich sehr gut. Da muss man eben wissen, was in sittlicher Beziehung einwandfrei nach der römisch-katholischen Kirche, nach den römisch-katholischen Morallehrern wie Liguori, Busenbaum, Suarez und so weiter ist. Wenn man das weiß, dann versteht man das. Nach außen hin sieht das ja alles ganz toll aus. Wenn jemand das unbedarft liest, was hier steht und nicht weiß, was das wirklich bedeutet, dann sagt er von, ja, steht doch nichts Schlimmes drin, ist doch alles super. Ja, ist es leider nicht. Also,
so wird hier den zuständigen Ordinarien in aller Form das Aufsichtsrecht über die Schulen, insbesondere auch über den religiösen Inhalt der Lehrbücher gegeben. Das heißt also, Lehrbücher lehren nicht nur, was sie lehren müssen vom Stoff her, sondern sie sind auch immer noch religiös in ihrem Inhalt. Ja? Den lateinischen Satz verkneife ich mir jetzt mal. Und schließlich die Regierung verpflichtet auch in den allgemeinen Wissenschaften. Oh, das ist ja nun ganz wichtig heute, 2022. Denk mal nach, was heute, wie wissenschaftsgläubig heute die Bevölkerungen überall sind. Ich sage die Bevölkerungen, nicht nur die deutsche, nicht nur die belgische, die mich jetzt betrifft, weil ich hier als Deutscher in Belgien lebe und euch natürlich die Lesung aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mache, sondern das ist überall so. Ja? Die allgemeinen Wissenschaften, auch in den allgemeinen Wissenschaften überhaupt ganz allgemein in der Behandlung aller nur denkbaren Disziplinen, die Veröffentlichung von Dingen, die nicht im Einklang stehen mit den katholischen Dogmen und der Kirche gebührenden Ehrerbietung zu verhindern. So. Das war jetzt ein langer Satz, den ich auch immer wieder mit meinen Kommentaren unterbrochen habe. Jetzt lesen wir den ganzen Satz doch noch einmal. Hier fängt er vorne an. Hier. Ganz besonders charakteristisch ist in dieser Hinsicht das Konkordat mit Columbia, das in Artikel 13 und 14 die älteren Bestimmungen nicht nur festhält, sondern auch noch wesentlich verschärft. Also das, was früher bereits hier in Kolumbien festgelegt wurde, wurde dann in diesem Konkordat von 1887 nochmal wesentlich verschärft. Und jetzt kommt's. Hieß es in dem Konkordat mit Costa Rica, dass dieselben Ordinarien und Bischöfe neben ihrer sonstigen pflichtmäßigen Sorge für die religiöse Erziehung der Jugend außerdem auch darauf Acht haben sollten, dass in der Behandlung keiner Disziplin sich etwas finde, was gegen die katholische Religion und die ehrbaren Sitten verstoße, so wird hier den zuständigen Ordinarien in aller Form das Aufsichtsrecht über die Schulen, insbesondere auch über den religiös-sittlichen Inhalt der Lehrbücher gegeben, und schließlich die Regierung verpflichtet durch die Kirche auch in den allgemeinen Wissenschaften, überhaupt ganz allgemein in der Behandlung aller nur denkbaren Disziplinen, die Veröffentlichung von Dingen, die nicht im Einklang stehen mit dem katholischen Dogmen und der Kirche gebührenden Ehrerbietung zu verhindern. Das war der ganze Satz. Sittliche Erziehung einwandfrei habe ich einmal blau angestrichen, aber dann habe ich hier aus diesem letzten Teil des langen Satzes, den ich gerade vorgelesen habe, den Kern mal farblich hinterlegt. Aufsichtsrecht über Inhalt der Lehrbücher, auch in den Wissenschaften, Veröffentlichung zu verhindern, die nicht den römisch-katholischen dogmatischen Grundsätzen entspricht. Puh, das war eine ganze Menge, wa? So wird der Kirche überall, auch in Österreich, anstandslos das Oberaufsichtsrecht über die Schulen eingeräumt. Die Schulinspektoren werden hier vom Kaiser auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt, können aber jederzeit ihres Amtes entsetzt werden, sobald sie vom rechten Wege abweichen. Das alles aber betrifft ebenso die Privatschulen wie die öffentlichen Lehranstalten. Und das ist heute, und wo wir leben, ganz genauso. Also nicht nur öffentliche, staatliche Schulen, sondern auch Privatschulen unterstehen vollständiger römisch-katholischer Kontrolle. Tam publicis quam privatis. Darauf wird stets besonderer Nachdruck gelegt. Es hätte ja sonst leicht jemand, der ein Gegner dieser öffentlichen Klerikalschulen war, zumal als Protestant, auf den Gedanken kommen können, seine Kinder in Privatschulen zu schicken, in denen sie nicht zu frommen Übungen in der katholischen Religion angehalten wurden, wie es zum Beispiel in Columbia Vorschrift ist. Ich mache besonders auf diese Bestimmung der Konkordate aufmerksam, weil sie
weil durch sie die Inkonsequenz, mit der man gegenwärtig bei uns gegen das Staatsschulmonopol als eine höchst ungerechte und unmoralische Einrichtung Sturm läuft, in die rechte Beleuchtung gestellt wird. Also bei uns im protestantischen Staat verlangt man unbeschränkte Unterrichtsfreiheit für die Eltern, dergestalt, dass, Zitat, außer und neben den Staatsschulen auch freie christliche Schulen unter Aufsicht und Leitung der Kirche gestattet werden, die natürlich die gleichen Rechte wie die Staatsschulen haben müssten, um mit diesen dann in erfolgreiche Konkurrenz treten zu können. Die Unterrichtsfreiheit in diesem Sinne ist eine der elementarsten Forderungen der Vernunft und der Freiheit. Und dabei wird bei uns kein katholisches Kind gezwungen, dem protestantischen Religionsunterricht beizuwohnen. Und es gibt rein katholische Schulen, die Fülle. In jenen katholischen Staaten aber waren alle Kinder von Andersgläubigen der katholischen Schule rettungslos verfallen. Man misst also wieder mal mit zweierlei Maß. Das Schulmonopol ist ein Gräuel vor Gott und den Menschen das Monopol der staatlichen Kirchenschule ist eine vortreffliche, Gott wohlgefällige Einrichtung. Ja, ganz schön starker Tobak. Alles in allem, das gesamte Schulwesen soll in jeder Beziehung einzig der Kirche unterstellt sein. Wo das nicht so ohne weiteres zu erreichen ist, wie zum Beispiel in Deutschland, erstrebt man zunächst das Recht, freie Kirchenschulen jeder Art zu errichten. Wo und wann es der Kirche gut erscheint, damit dann diese in, zwischen Anführungszeichen, freiem Wettbewerb der Staatsschule den Garaus machen können. Der Staat muss einstweilen der Kirche freie Konkurrenz mit seinen Schulen eröffnen. Er darf namentlich nicht die Lehrorgane der Kirche, insbesondere die Lehrorden, von seinen Grenzen und von der ihnen berufsmäßig zustehenden Schultätigkeit ausschließen. Er muss eine ehrliche, nicht bloß eine Scheinkonkurrenz eröffnen, so dass die Staatsschulen vor den Schulen der Kirche keinen Vorsprung erhalten, weder durch materielle Subvention, also finanziell, noch durch das Berechtigungswesen. So sagt Hammerstein. Einstweilen, das heißt natürlich nur so lange, bis die Kirche ihr Ziel, die Vernichtung der Staatsschulen, erreicht hat. Sobald das geschehen ist, wird natürlich das Schulmonopol der staatlichen Kirchenschule errichtet, wie in den Konkordatsstaaten geschehen. Die Vernichtung der Staatsschulen aber würde in dieser Konkurrenz, wie das Beispiel von Belgien zeigt, nur eine Frage der Zeit sein. Beispiel von Belgien. Vergleiche in dem Werk Der Klerikalismus in der Volksschule Belgiens in Deutsch-Evangelischer Korrespondenz von 1906, wo aufgrund des im Namen des, im Rahmen des Schulvereins von der Brüsseler Advokaten H. Speyer 1906 veröffentlichten Berichts über die Lage der Volksschule in Belgien die Klerikalisierung der belgischen Volksschule als nahezu vollendet geschildert wird. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Na, dann wisst ihr ja, dass wir hier in Belgien also keine irgendeine Wahl haben, sondern nur auf 100% reine römisch-katholische Schulen gehen. Was wir jetzt gerade in diesem Absatz gelesen haben, ist ein ganz einfaches Prinzip. Es ist das gleiche Prinzip, was die römisch-katholische Kirche in der Politik zupasst, dass sie die Politik infiltriert, unterwandert und dann von innen heraus aushebelt und sich eigen macht. Genau dasselbe macht sie mit der Schule. Ja? Wenn wir mal eben in das hier oftmals eben besprochene 19. Jahrhundert zurückgehen, da hat man ja gesagt, okay, wir schaffen jetzt mehr oder weniger die Königsherrschaften ab, wir geben den Leuten ihre Republiken, wir geben den Leuten ihre Demokratien, dann sorgen wir dafür, dass in den Demokratien wir eigene römisch-katholische Parteien haben, ja, etwas, was die römisch-katholische Kirche sonst niemals befürwortet, Parteien, aber wenn es dem Zwecke dient, ne, wie heißt das so schön, der Zweck heiligt die Mittel, ne, dann errichten wir auch römisch-katholische Parteien
Und wir unterwandern alle anderen Parteien mit unseren römisch-katholischen Personen. Wir machen dann diese ganzen Parteien uns eigen und nachher ist die ganze Demokratie uns eigen. Und Demokratie ist nichts weiter als katholische Herrschaft. Und so ist das heute, in 2022. So ist es heute überall in Europa und so ist es in Europa selber. Ja, also die EU selber ist katholisch und jedes Land in Europa ist katholisch. Für viele Leute, ohne es zu wissen, ohne es zu begreifen. Aber so machen sie das. Und so haben sie es in der Schule ja auch gemacht. Ja? Erst schreien sie von, der Staat hat hier das Monopol, wir müssen unsere Schulen auch haben. Dann errichten sie ihre parochialen Schulen. Dann gehen diese Schulen in Konkurrenz mit den Staatsschulen. Die Staatsschulen werden unterwandert. Die Lehrer darin sind römisch-katholisch. Die Schulbücher sind römisch-katholisch. Und auf einmal ist das ganze Schulwesen römisch-katholisch. Das ist genau das, was wir hier jetzt kurz zusammengefasst gelesen haben im Grunde. Ja? Wo fängt der Satz nochmal an? Der Staat muss einstweilen der Kirche freie Konkurrenz mit seinen Schulen eröffnen. Ja? Der Staat muss einstweilen der Kirche freie Konkurrenz mit Schulen eröffnen. Das heißt, es muss sogenannter Wettbewerb da sein. Sogenannter Wettbewerb. Er darf namentlich nicht die Lehrorgane der Kirche, insbesondere die Lehrorden, von seinen Grenzen und von der ihnen berufsmäßig zustehenden Schultätigkeit ausschließen. Er muss eine ehrliche, also der Staat, nicht bloß eine Scheinkonkurrenz eröffnen, sodass die Staatsschulen vor den Schulen der Kirche keinen Vorsprung erhalten, weder durch materielle Subvention noch durch das Berechtigungswesen. Das heißt natürlich nur so lange, bis die Kirche ihr Ziel, die Vernichtung der Staatsschulen, erreicht hat. Wenn sie das Ziel erreicht hat, sobald das geschehen ist, wird natürlich das Schulmonopol der staatlichen Kirchenschule errichtet. Kann ja. Wenn die staatliche Schule jetzt 100% von der Kirche kontrolliert wird, dann kann die Staatsschule ja ruhig monopolistisch sein. Das spielt ja keine Rolle mehr. Es ist ja keine Staatsschule in dem ursprünglichen Sinne mehr. Es ist eine römisch-katholisch unterwanderte, infiltrierte, übernommene Kirche oder Schule, Schulsystem geworden. Die Vernichtung der Staatsschulen aber würde in dieser Konkurrenz, wie das Beispiel von Belgien Anfang des 20. Jahrhunderts wohlgemerkt zeigt, nur eine Frage der Zeit sein. In Deutschland haben sie inzwischen genau dasselbe gemacht, und zwar schon seit Jahren. Denn die neben den Kirchenschulen bestehenden Staatsschulen müssten selbstverständlich, wie immer wieder betont wird, religionslos sein. Und wie es denen ergehen würde, kann man sich dann denken. Die Katholiken würden, wie es in Belgien geschehen ist, durch Anwendung der äußersten geistlichen Zwangsmittel zum Boykott der Staatsschulen getrieben werden und auch viele Protestanten würden die Religionsschulen, selbst die katholischen, den religionslosen Schulen vorziehen. Wir haben ja das neuerdings sozusagen am eigenen Leib erfahren müssen. An den Schulverhältnissen in unserer Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Über die Ans in seiner Schrift Deutschlands Pflichten in Südwestafrika, würde auch wahrscheinlich interessant sein, sich das mal zu besorgen, wertvolle Mitteilungen macht. Danach hat man dort seinerzeit den Regierungsschulen ihren evangelischen Charakter dem Zentrum zuliebe auf dem Verwaltungswege durch einen Federstrich aberkannt. Dem Zentrum zuliebe. Genau dieser katholischen Partei, die Hitler an die Macht brachte und heute CDU/CSU heißt. Ja, schaut nochmal die modernen Kriege, die Sendung über Adenauer und dann versteht ihr ganz genau, was hiermit gemeint ist. Die von der katholischen Seite natürlich beabsichtigten Folgen dieses Geniestreichs waren folgende. Erstens, es gibt nun dort keine evangelische Schule mehr, obwohl die Kinder fast durchweg evangelisch sind. Die Regierungsschule zu Windhoek erzählt zum Beispiel 73 evangelische und nur 2 katholische Kinder. Und den 2 katholischen Kindern zuliebe mussten auch Lesebücher, Realienbücher und Geschichtsbücher der Schule paritätisch gesäubert werden, sodass es in einer deutschen Kolonie über einen der größten Deutschen, der je gelebt hat, nämlich Luther, die Kinder von Schule wegen in Realienbuch nichts und im Geschichtsbuch nur folgende 6 Sätze erfahren.
Kirchentrennung 1517. Während seiner, Kaiser Karl des V. Regierung, entstand eine große Spaltung in der Kirche. Dieselbe ging von Dr. Martin Luther aus, welcher Professor und zugleich Prediger an der Schlosskirche zu Wittenberg war. Ganz Deutschland spaltete sich nun in zwei Parteien. Eine katholische, die alte Kirche, und eine evangelische oder protestantische, die Anhänger Luthers. Kaiser Karl V., welcher der alten Kirche treu blieb, würde die Evangelischen mit größerer Strenge behandelt haben, wenn er nicht mit den Franzosen und Türken in vielfache Kriege verwickelt gewesen wäre. Darum wollte er es mit ihnen nicht verderben, sondern suchte beide Parteien zu versöhnen. Als es ihm nicht gelang, einen Ausgleich herbeizuführen, kam es zum Schmalkaldischen Kriege. Ja, da habe ich hier ein paar Links mit reingemacht, das könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Martin Luther hatte damals auch die Schmalkaldischen Artikel geschrieben. In dieser dürftigen und jämmerlich verhunzten Form wird deutschen evangelischen Kindern fern von der Heimat das Kernstück der ganzen neueren deutschen Geschichte geboten. Muss man sich mal vorstellen. Das ist alles, was die erfahren über die sogenannte Teilung der Kirche. Was hier zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt wird, hier steht überhaupt nicht drin, Sie sagen hier, eine evangelische oder protestantische als Anhänger Luthers Kirche, aber Sie sagen überhaupt nicht protestant. Ja, was wird denn protestiert? Was wird denn überhaupt protestiert? Was protestieren denn die Protestanten? Die protestieren, dass das Papsttum der Antichrist ist. Das hat Martin Luther ganz deutlich gesagt. Schaut mal hier. Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Antichrist ist. Martin Luther in seinem Schreiben von 1545, kriege ich den Titel jetzt gar nicht mehr auf die Reihe. Ich habe es doch gelesen. Mann, ich kann so viele Dinge gar nicht mehr alle im Kopf bewahren. Das ist schon wirklich grauenvoll. Hier bei meinen deutschen Spiellisten, da ist es doch Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, 1545 geschrieben oder veröffentlicht, zum Zeitpunkt des Konzils von Trient. Wo steht denn hier in diesem Windhoek-Schulbuch irgendetwas hin vom Konzil von Trient? Wo steht denn hier etwas hin von Reformation? Ja, aber wo steht hier was von Gegenreformation? Tja, es kam zum Schmalkaldischen Kriege. Das ist alles, was gesagt wird. Die Informationen, die ich hier in diese Links mit reingefügt habe, und das ist, wie gesagt, nur Wikipedia, nur Heiligenlexikon, das ist römisch-katholisch, und dann die sogenannte Kinderzeitmaschine, sogenannt reformatorisch gesehen, da findet ihr Informationen über den Schmalkaldischen Krieg, aber das war es dann auch. Wie sollen die Kinder denn überhaupt jemals irgendetwas lernen, wenn man ihnen immer nur eine Seite der Medaille zeigt, und das ist dann noch die Medaille der Lüge? Und wie das mit den Kindern hier in Windhoek in Deutsch-Südwestafrika gemacht wurde, genauso wird es mit den Kindern heute in Deutschland auch gemacht. Genauso wurde es zu meiner Zeit gemacht mit mir und meinen Schulkameraden und mit euren Schulkameraden und mit euren Eltern und euren Elterns Schulkameraden und heute mit euren Kindern und euren Enkelkindern, die ihr inzwischen ja vielleicht auch schon habt. Das zieht sich so durch, das ist einfach unglaublich. Sechs Sätze sind in den Schulbüchern der 73 evangelischen, also protestantischen Kindern in den Schulen in Südwestafrika enthalten. Kirchentrennung. Während der Regierung Karls des V. entstand eine große Spaltung. Dieselbe ging von Martin Luther aus, welcher ein Prediger und Professor in der Schlosskirche zu Wittenberg war. Ganz Deutschland spaltete sich in zwei Parteien, die katholische und die protestantische. Karl V., welcher der alten Kirche treu blieb, würde die Evangelischen mit größerer Strenge behandelt haben, wenn er nicht abgelenkt worden wäre von den Franzosen und den Türken und
Deswegen wollte er sich mit ihnen verderben, weil er brauchte die Menschen ja, um sich zu verteidigen gegen Franzosen und Türken oder Mohammedaner, ja, was hier damit mit Türken gemeint ist natürlich. Und deswegen versuchte er, beide Parteien zu versöhnen. Als es ihm nicht gelang, einen Ausgleich herbeizuführen, kam es zum Schmalkaldischen Kriege. Ja, und mit dem werden wir uns jetzt in dieser Lesung nicht beschäftigen. Wir werden jetzt den Absatz hier eben noch zu Ende lesen. In dieser dürftigen und jämmerlich verhunzten Form wird deutschen evangelischen Kindern fern von der Heimat das Kernstück der ganzen neueren deutschen Geschichte geboten. Zweitens, na, wir sprachen ja über in total waren es, glaube ich, folgende Gründe. Das war jetzt der erste Grund. Der zweite Grund ist, es wurde jetzt sofort entsprechend dem oben entwickelten römischen Programm eine katholische Privatschule in Windhoek gegründet, da ein guter Katholik seine Kinder doch unmöglich in eine religionslose Schule schicken kann. Und diese katholische Privatschule wird nun drittens zur Zeit von 34 Kindern besucht. Von denen aber nur 13 katholisch, die übrigen 21 evangelisch sind. Das heißt, die katholische Privatschule wird zu zwei Drittel von evangelischen Kindern besucht, also auch wohl zum guten Teil von Protestanten unterhalten. Hier haben wir also eine vortreffliche Illustration zu dem so verlockend geschilderten friedlichen Wettbewerb zwischen den gewünschten freien Kirchenschulen und den paritätischen Staatsschulen. Ja, und der Autor fährt noch fort mit diesem Thema. Und ich denke, das ist dann genug, dass wir uns das nächstes Mal noch weiterhin ansehen. Das war jetzt eine ganze Menge für euch selber zum Lernen. Ich möchte jetzt auch noch mal kurz abschließen, um noch nicht nur Beruf zu tun, um noch mal dran zu erinnern. Schaut euch gerne die Links über den Schmalkaldischen Krieg an. Das ist ja ein Krieg, der Mitte des 16. Jahrhunderts stattgefunden hat. Danach gab es ja noch diesen Augsburger Frieden, glaube ich, wie der hieß. Sondern schaut euch vor allen Dingen nochmal den dann später kommenden 30-jährigen Krieg an. Im 30-jährigen Krieg wurde Deutschland verwüstet und zwei Drittel der Bevölkerung wurde hingeschlachtet, die eben protestantisch waren, die eben nicht mehr Rom zugehörig sein wollten und die sich eben auch nicht einem Konkordat unterworfen hätten. Über die Konkordate geht es nächstes Mal weiter, über das Schulwesen geht es nächstes Mal weiter. Und man muss eben verstehen, dass das Schulwesen römisch-katholisch infiltriert wurde. Und die Menschen, die da zur Schule gehen, die merken das ja nicht mal. Man wird eben katholisch gemacht, selbst wenn man nicht religiös ist. Da komme ich nochmal zu sprechen auf das Video von Richard Bennett, das es nur in Englisch gibt, Vatican Control through Civil Law. Wenn ich da jemals ein Transkript von kriegen würde, würde ich es gerne ins Deutsche übersetzen und da mal eine Lesung von machen. Das ist ein sehr, sehr sehenswertes Video. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr Englisch könnt, dann schaut euch das an. Das ist auf meinem Zweitkanal, Jugglers War und Disinfo. Da ist das veröffentlicht. Könnt ihr das sehen. Und ansonsten sage ich, einiges zu lernen, bis ich die nächste, dann 13. Sendung mache. Von diesem wunderbaren Buch von Gustav Mix, Roms Ziele in Theorie und Praxis, vor allen Dingen eben anhand der Konkordate, wie wir heute in der 12. Lesung gelernt haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.